So, hallo an alle, zu einem Spezialvideo. Mike schreibt im Hintergrund, ich kann dich hören, tipp, tipp, tipp. Also, Scheiße. Zunächst mal, ihr seht es oben am Thema, und zwar die Geschichte mit dem Varo-Kampf, den ich nicht eingegangen bin. Da gab es so viel Geflame, und hier kommt mal ganz kurz die Erklärung dazu, warum, weshalb, wieso und warum das schlau war. Also, ich habe mir mal kurz den Mike geschnappt da vorne und ich habe mir etwa das gleiche Equipment gegeben wie Cars Crafter. Ihr könnt gerne mal reinschauen. Ich habe auf allen Protection 1 gegeben, ich habe auch überall Protection 1. Die sagen mal, dass die Rüstung ungefähr gleichwertig ist bei allen. Ob das jetzt 2% mehr Schaden erfängt oder nicht, ist eigentlich Wuppe. Gut. Ansonsten, ich habe mich hier ausgestattet, wie auch in Varo selbst. Ich habe hier das Eisenschwert genommen mit Sharpness 5, Flame 1 und Knockback 1, was ich die ganze Zeit schon hatte. Habe auch die Stärketränke 2 genommen und auch unter anderem gerade benutzt. Den Bogen hier unter anderem, den ich aber auch nicht gerade benutzt hatte. Im Kampf werdet ihr gleich sehen. Und alles weitere an Tränken. Splash Potion of Farming konnte ich gleich verwenden, weil ich nah dran war, mich selbst auch mit gekillt hätte damit ansonsten. Jedenfalls, ja, ihr seht gleich einen Kampf, wo ich gegen Mike kämpfe, der dann das Equipment von Carscrafter bekommen hat. Nur mal kurz den Kräfteunterschied zu demonstrieren. Er bekommt den goldenen OP-Apfel und ich bekomme einen Stärketrank. Und dann seht ihr mal einen Kampf 1 gegen 1, wie er eigentlich wahrscheinlich auch in Varo stattgefunden hätte und wieso ich gerade diesen Kampf aus dem Weg gegangen bin. In der heutigen Folge habt ihr gesehen, ich habe es versucht gegen Gamer Clinic Polychrom, weil er diesen Apfel eben nicht hatte. Da ist das kein Problem. Aber ein Kampf gegen Carscrafter wäre reiner Suizid gewesen. Achtung, hier ist erstmal der kleine Kampf für euch. Auch kleine Ausschnitte aus Mikes Perspektive. Oh. Eins. Jetzt. Und los geht's. So. Oh, komm schon. Alter. Was ist denn? Hast du mich auch schon mal getroffen bis jetzt? Ja, jetzt habe ich getroffen. Ich lande so viel Hits an dir. Tut mir leid, ich bin nicht so gut im PvP. Ja, das mag ja sein, aber es geht ja darum, dass ich nicht down kriege. Ich kriege hier einfach nicht down. Ja, jetzt bin ich auch noch reingekommen. Genau. Und das habe ich gemeint. Erklärung kommt gleich. So, da sind wir wieder. Direkt nach dem Kampf. Ihr habt es auch kurz aus seiner Sicht gesehen. Ich werde sowas von abgeschissen gegen den OP-Apfel. Das heißt, ich habe eigentlich das Richtige gemacht. Indem ich nicht mich selbst in den Kampf gestürzt habe und dadurch klar verloren hätte. Ihr habt es gesehen, er hat echt keine Leben dadurch verloren. Der Apfel ist einfach viel, viel, viel zu krass und ja, die nächste Ziel ist jedenfalls Polychrom und dann gucken wir mal, wie es dann so weitergeht, ob da irgendwas zu drehen ist oder nicht. Dann überlege ich mir noch was, aber das ist so die schlauste Strategie, die ich machen kann. Deshalb, ja, es gab so viel Geflame und so weiter und so fort, aber jetzt wisst ihr, warum ich das auf diese Art und Weise gemacht habe. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich weiß nicht. Lasst einen Kommentar da. Und dann wäre das Thema auch schon abgeklärt. Und übrigens, wegen der Kulisse gerade, danke an Mike, der hat mich da ein bisschen unterstützt hinten. Der Vogel mit seinem Schwert. Komm doch mal ein bisschen näher. Der ist nämlich auch noch dabei und hat mir kurz den Server zur Verfügung gestellt. Wegen Battlen. Ich habe so selbst ja keinen. Und wie ihr sehen könnt, sieht das schon mega geil aus. Er sucht aber noch ein paar Bilder. Also wer sich gut auskennt mit Bauen oder wer selbst gut bauen kann und wem das hier ziemlich cool und auch bekannt vorkommt, weil er selbst auch so cool bauen kann, der schreibt ihn einfach mal an. Da kann er vielleicht nämlich hier auch noch mitmachen. Und ja, vielleicht schaue ich abends auch mal auf den Server vorbei. War eigentlich so gedacht, aber mal schauen. Jedenfalls, ihr seht es gerade, jetzt ist da. Ach genau, hier kann man noch Raketen schießen mit. Mit dem Schwert. Ne gut, jedenfalls mein Tipp an euch, wer Lust dran hat, da mitzubauen oder beim Survival-Tube-Team mitzumachen, der schießt aber 4 auf einmal los. Dann, ja, bei ihm melden, Link in der Beschreibung, einfach eine PN schreiben, mir auf YouTube und auch ein Bild mit einschicken von dem, was er gebaut hat, so als Empfehlung. Wenn es cool ist und wenn es ihm gefällt, dann könnt ihr eventuell mitmachen, als, ja, wäre es auch schon gewesen. Nur so als Hinweis für die ganze Geschichte hier, warum das so lief gestern. Wisst ihr Bescheid. Und tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.